Wir stehen momentan mitten in der ersten Nazi-Pause vom neuen Jahr. Ganze 17 FCB-Spieler sind mit ihren A- und U-Nationalteams unterwegs. Die Restligen haben letzte Woche ein Benefizspiel in Deutschland absolviert und am Sonntag geht es der FCB gegen den amtierenden Meister IB in der Liga weiter. Das sind Themen im heutigen FCB Total und damit sage ich herzlich willkommen. Schön, haben Sie eingeschaltet. Und herzlich willkommen auch meinem heutigen Gast, Erni, heute mal zu zweit. Salut Erni, schön bist du. Salut Janik, danke. Ich habe es angesprochen, der FCB ist eigentlich momentan in der Nazi-Pause, viele Spieler. Die Restligen haben letzte Woche gegen den KSC ein Benefizspiel abgehalten. Das ist mit 1:6 verloren gegangen. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist jetzt doch ein bisschen gar hoch. Ja, das hat allweil jeder gedacht, der das gelesen hat. Aber man muss ein bisschen die Hintergründe sehen. Es sind sehr viele U18 und U21 Spieler auch im Einsatz gewesen, obwohl ich glaube, etwa 7 von der ersten Mannschaft auch dabei waren. Aber die Goals sind ja, die meisten sind ja in den letzten 20 Minuten passiert. Und dort sieht man dann schon, dass halt die jungen, unerfahrenen Spieler halt auch ein bisschen Mühe haben. Ich meine, die zweite Bundesliga ist eine rechte Liga. Da hat man sogar in der Stammformation nicht einfach so gewonnen. Und darum, man darf das nicht zu extrem anschauen. Und trotzdem sieht es natürlich nicht schön aus. Ja, aber du hast gerade gesagt, aber darum wollte ich noch auch sagen, es sind 17 Spiele anwesend, 5-mal U21. Die U21 hat noch einen wichtigen Match gehabt, darum sind weniger von denen mitgekommen, sogar noch von der U18. Und haben noch 2 Testspiele gehabt. Also eigentlich eben, es war ein Benefizspiel gewesen, sonst hätten wir das ja nicht mal gemacht. Es ist noch einen guten Zweck gegangen. Also einfach verloren, aber nicht weiter tragisch. Ja, eben, darf man kein Gewicht beimessen. Es ist schön, dass so junge Spieler in so Spielen überhaupt mal können die ersten Erfahrungen machen, weil man, die sehen dann auch, die kommen dann auch ein bisschen auf die Welt, wenn sie merken, was da für Unterschied denn sind zwischen U18, U21, in diesen Ligen, da sieht dann der Fußball schon noch mal ein bisschen anders aus. Und vielleicht braucht er, tut das Mengen vielleicht auch mal gut, dass der so ein bisschen sieht, was da könnt auf ihn zukommen oder was es noch braucht, um auf so einen Niveau zu kommen. Und die anderen, ich habe es angesprochen, die sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Auf der ganzen Welt sind sie unterwegs. Der, der am weitesten Weg reisen müssen hat, ist Liam Millar. Und der hat sich gestern mit den Kanadiern qualifiziert für die WM nach ganzen 36 Jahren. Das ist eigentlich so, das sind diese schönen Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja, das ist ja so. Ich meine, jeder will sich für eine WM qualifizieren. Das ist ja das Nonplusultra für einen Spieler, an einer WM zu spielen. Und das freut mich auch für ihn, dass er da hat können dabei sein konnte, dass er dabei ist und sich qualifiziert hat. Und ja, auch Kanada hat angefangen, gute Spieler, die eben in der Lage sind, sich für so etwas zu qualifizieren. Ja, der Liam Millar ist jetzt in den letzten 2 Matches zwar nicht zum Einsatz gekommen, 4-mal ist er aber auf dem Feld gestanden. Und also vorne dran hat er wirklich, wie du gesagt hast, gute Fußball. Der eine spielt bei Brügge und bei Beşiktaş Istanbul. Aber trotzdem hat der Liam Millar auch seinen Teil dazu beigetragen. Ja, und wenn er 4 Spiele dabei war, hat er auf Alpha seinen Teil dazu beigetragen. Ich habe auch gesehen, dass er nicht gespielt hat. Das zeigt aber auch eben, wie du gesagt hast, dass es dort Konkurrenz hat in dieser Mannschaft, dass er nicht einfach so locker kann dabei sein, auch wenn er jetzt beim FCB spielt. Und darum Hut ab, dass er überhaupt dabei ist. Das zeigt, dass man auch auf ihn schaut. Und wir kennen ihn ja, wir wissen, zu was er im Stand ist. Er ist das Basel einer von der Besten momentan. Und darum qualifiziert dabei für ihn eigentlich alles top. Wie du gesagt hast, er bringt Woche für Woche konstante gute Leistungen. Also ist eigentlich eine Frage der Zeit, bis er mal wirklich so langsam zum Stammspieler anwächst. Ich denke, er ist jetzt schon Stammspieler. Ich meine, wenn man ihn nicht als Stammspieler anschauen kann, dann frage ich mich, wer kannst du überhaupt als Stammspieler anschauen? Klar, wird heutzutage halt auch viel mehr gewechselt. Man hat nicht mehr jedes Wochenende ein bisschen den gleichen Stamm, der anfängt. Aber auch selbst das muss in einem gewissen Verhältnis stehen. Man kann nicht jedes Mal 8 andere Spieler bringen und so. Ein gewisser Stamm sollte immer da sein. Und zu diesem Stamm gehört er eigentlich. Und wenn er
einmal halt dann nicht gerade von Anfang an spielt, dann hat das sicher meistens einen Grund, dass er vielleicht ein bisschen überlastet ist, vielleicht zu viel gespielt hat. Und nein, er ist absoluter Stammspieler. Ja, also ich habe jetzt eher noch auf die kanadische Nazi gemeint. Also, ja, gut, dort sieht natürlich alles anders aus. In der Nazi da hat es andere Spieler, wo auch Spitzen sind, die halt in ihren Vereinen auch spielen. Logisch, das ist dann wieder ein anderes Paar Schuhe. Das ist in der Schweizer Nazi nicht anders. Da hat es auch einen Haufen Spieler, die gut sind, die trotzdem nicht ihren Stammplatz haben in der Nazi. In der Nazi ist eigentlich nie ein Stammplatz. Da musst du jedes Mal immer wieder kämpfen, in jedem Spiel und so. Und dort ist, das ist natürlich ein bisschen anders als im Clubfußball. Auch umso schwieriger natürlich. Während Liam Miller dieses Jahr auf Katar dürfte Heinz Lindner nicht auf Katar. Die haben nämlich verloren 3-1 gegen Wales. Aber er hat einen guten Job gemacht. Ja, der Heinz macht immer einen guten Job. Ob es jetzt im FCB oder bei Österreich ist, logisch. Aber es ist halt manchmal dann auch eine Qualitätssache von der ganzen Mannschaft, Nationalmannschaft. Das ist halt ein anderes Paar Schuhe und er hat halt jetzt Pech, dass er nicht dabei sein kann. Aber das ist sicher nicht an ihm gelegen. Er macht immer seinen Job gut und der Goalie ist da zum Goal verhindern. Goal schießen müssen halt andere machen und wenn das halt nicht passiert, dann bist du halt nicht dabei am Schluss. Der Heinz war ja eine längere Zeit nicht dabei gewesen. Nach der EM ist er dann, nach der EM letztes Jahr ist er wieder im Kader gewesen. Ist aber immer abgedrängt gewesen vom Bachmann, der ja bei Watford Stammgoalie war. Der hat jetzt seinen Stammplatz verloren und eben, wir haben gewusst, der Heinz der bringt Woche für Woche seine Leistung. Und jetzt ist er eigentlich belohnt worden und das war eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber ich meine, die haben ja auch geschaut, was er macht. Die haben auch gehört, dass der Match für Match gute Kritiken hat. Man sieht auch, was der auch gegen Maße wieder gehabt hat und so. Nein, er hat den Platz jetzt dort verdient und er hat das nicht verdient, weil er einfach nett und lieb ist und immer ruhig war, wenn er Ersatz ist, sondern weil er gute Leistungen bringt und das wird belohnt. Und wie gesagt, ich bin froh auch für ihn, dass er das jetzt einmal so wie geschafft hat, dass er kann davon ausgehen kann, dass wenn er weiterhin so Leistungen in der ersten Mannschaft bringt im FCB, dass er dort auch spielen kann von Anfang an. Und auch die österreichischen Medien, die haben das jetzt auch anerkannt, wirklich wie gut das er ist. Machen wir weiter, der Nasser Chiga, der hat jetzt sein Debüt feiern in den letzten 5 Minuten bei Burkina Faso, ist er noch reingekommen. Aber er braucht sicherlich noch mehr Spielzeit beim FCB, dass er dort näher anlenkt an die Stammelf von Burkina Faso, oder? Ja, natürlich. Ich meine, ich kenne ja das überhaupt nicht, das Niveau, das dort ist oder so. Kann ich mir da nicht anmassen zu wissen, längt sie ihm dort oder nicht. Ich weiss nur, dass er im FCB halt immer noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, konstante Leistungen zu bringen und eben manchmal ein bisschen zu ungestüm ist und so. Da liegt es natürlich am Trainer, ihm auch einmal die Spielzeiten zu geben, die man muss haben, damit er auch natürlich international realisieren kann. Und auch die Nationalmannschaft dort, die hat sicher 11 genug gute Spieler, die sicher immer jemanden von Anfang an spielen, wo er sich aufdrängen muss. Und natürlich, wenn er beim FCB nicht spielen kann, dann kann er sich auch in der Nazi nicht aufdrängen. Das ist einfach so. Was meinst du, was fehlt bei ihm, dass er jetzt endlich mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommt beim FCB? Ja, eben, wenn er halt spielt, dann sollte er halt die Ruhe behalten in gewissen Situationen, wo du eben nicht so ungestüm einfach blindlings rein kannst, dass er ein bisschen, eben, die Routine ein bisschen kriegt. Aber es ist natürlich schwer, die zu kriegen, wenn du fast nie spielen kannst. Das muss er sich halt auch im Training vielleicht ein bisschen anarbeiten und den Trainer mal so im Training überzeugen, dass er ihn wieder mal bringen kann. Oder dass man halt einmal reinbringt in ein Spiel, wo ein bisschen entschieden ist, wo man weiss, eigentlich kann er jetzt mehr oder weniger locker aufspielen, muss nicht Angst haben, wenn er einmal einen Fehler macht. Die Spielzeit, die fehlt ihm halt manchmal. Und vielleicht sollte man dort auch mal schauen, dass er so ein Spiel halt dann einmal reinkommen kann, wo nichts mehr passieren kann, wenn man einen Fehler macht. Oder? In der Innenverteidigung des FCB ist ja auch seit neuestem Strahinjo Pavlović, ein Serb. Der hat seinen Stammplatz bei Serbien. Und der ist auf den Teamkollegen Adam Soloi mit Ungarn getroffen. Ein spezielles Duell. Hast du das früher auch schon erlebt?
So Sachen gibt es immer wieder, logisch. Heute ist sowieso noch viel mehr Nation in einer Mannschaft, die später gegeneinander spielen. Ich habe das selber, könnte ich jetzt nicht sagen, nein, habe ich eigentlich nicht erlebt. Also, aber klar, Konstellation ist dann speziell, logisch. Du kennst natürlich dann den Gegenspieler, also der Solay kennt ihn und umgekehrt. Aber auch mit Pavlovic haben wir gesehen, am Anfang, das erste Spiel war okay gegen Lausanne, ist aber halt auch ein schwacher Gegner gewesen. In Zürich oben hat man schon ein bisschen gesehen, was man hat, dass man halt auch einen Haufen fehlt. Seitdem hat er auch nicht mehr gespielt. Also auch er spielt zwar im Verein praktisch nicht, aber ist in der Nazi dabei. Das spricht natürlich nicht unbedingt für das Niveau von der Nationalmannschaft, dass er dort spielen kann, obwohl er eigentlich im Verein nicht spielt. Und vielleicht die A-Nationalteams, gehen wir kurz zu der U-Mannschaft. Sebastian Esposito, der war ja eigentlich U21 Nazi-Spieler von Italien, ist aber zurückgestuft worden in die U20. Zeigt das einfach auch, dass die Italiener halt mit so, ich will jetzt nicht gerade sagen Eskapaden, aber eben so kleine Sachen, die halt nicht in Ordnung sind, anders umgehen als wir jetzt bei uns? Ja, ich meine, das zeigt schon, dass sie auch dort unten nicht toll finden, wie er sich dort zum Teil aufführt oder benimmt. Und wie gesagt, er ist ein U-Spieler, hat noch nie richtig bewiesen, dass er wirklich so gut ist, weil viele auch meinen. Und das ist jetzt der Lohn, den er bekommen hat, dass er zurückgestuft worden ist. Ich denke, in Italien kann er sich nicht so viel Metzli erlauben wie hier, weil dann wird er gar nicht mehr dabei sein und er wäre nicht der Erste, der seine Karriere so kaputt macht, indem dass er in jungen Jahren schon viel zu überheblich ist und das Gefühl hat, er ist schon an der Spitze, er hat schon etwas erreicht, er hat noch gar nichts erreicht. Er muss jetzt einmal im FCB wirklich mal beweisen, dass er wirklich so gut ist, wie alle das Gefühl haben. Ich kann es noch nicht sehen, es tut mir leid, ein paar stehende Bälle, das kann jeder, der ein bisschen technisch ein bisschen gut ist, aber sonst hat er noch nicht bewiesen. 4 gute Spiele länger nicht, um zu zeigen, dass du der Mann bist, oder? Und darum da muss er schon noch ein bisschen etwas drauflegen und halt auch den italienischen Fußballverband überzeugen. Ein anderes junges Talent ist der Ndoye. Der hat dem FCB jetzt immer wieder doch können zeigen, dass der will auch und gibt Gas. Bei der U21-Nazi läuft zum ersten Recht. Gegen Wales haben sie 5-1 gewonnen. Er selber hat 2 Goal geschossen und 1 vorbereitet. Ja, das sagt eigentlich schon alles, oder? Er ist auf dem höchsten Niveau in der Schweiz. Er versucht, er macht und tut. Er hat gute Momente, hat auch noch ein paar weniger gute Momente, aber er ist schon auf einem aufsteigenden Ast. Also, ich denke auch, dass er gewillt ist, auch dafür zu arbeiten und er hat eine gute Einstellung und alles. Und auch jetzt in den U-Mannschaften. Manchmal tut das noch gut, wenn man wieder mal dort kann spielen kann. Das gibt einem auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Weil dort auch junge Spieler sind und man kann sich dann mit denen auch ein bisschen messen. Und ich hatte das früher auch einmal zwischen ihnen gerne, wenn ich in der U-Nazi spielen konnte, irgendwie, um auch wieder ein bisschen in Form zu kommen und so. Und ich glaube, das tut ihm auch gut. Und eben, er gibt dem FCB recht gute Leistungen ab und jetzt in den U-Teams zeigt er einfach, dass er auch da ist, dass er das nicht unterschätzt und hat auch ein wie eine Vorbildfunktion dort, oder? Natürlich, das wäre ja schlecht, wenn er runtergehen in die U-Mannschaft und nicht der Beste möchte sein oder könnte sein, weil ich finde, dort, das braucht auch Charakter. Nicht in der A-Nazi zu sein, sondern in der U-Mannschaft und dort hat es ja viele drin, die nicht unbedingt überall in der höchsten Liga spielen. Und denen zu zeigen, nein, ich will etwas erreichen mit euch. Vorbildfunktion, die muss sein, das ist ein Muss in einer U-Mannschaft von denen, die oben runterkommen. Das ist aber auch im FCB müsste das so sein, dass wenn von der ersten einen in die U-Mannschaft muss, um wieder in Form zu kommen, um wieder Kondition zu holen, dann geht man nicht dort runter, um zu denken, oh, da schiesst mich an, dort spielen und überhaupt, was will ich mit denen? Nein, da musst du ein Vorbild sein und musst an dem Karren reissen. Und da spiele ich auch im FCB ab und zu wieder mal einen von der Ersten in der U-Mannschaft. Aber man liest dann nicht gross, dass der jetzt irgendwelche Strick verrissen hat. Und das ist eigentlich nicht richtig. Von der U-Mannschaft in die A-Nazi. Die Schweiz hat gegen England knapp 1-2 verloren. Wie hat dir der Auftritt von der Nazi gefallen?
Ja, erste Hälfte war okay. Es war jetzt in meinen Augen nicht so überragend, wie es zum Teil auch ein bisschen geschrieben worden ist. Aber wenn man gegen England gut aussieht, dann hat man sicher mal gut gespielt. Das ist mal das eine. Die zweite Hälfte war dann eher wieder nicht so gut gewesen. Vielleicht war es auch ein bisschen, weil England halt auch ein bisschen mehr Gas geben, wenn du hinten bist und daheim spielst. Dann musst du deinem Publikum schon etwas zeigen. Dann musst du probieren, das Spiel zu kehren. Ist ihnen dann auch gelungen. Und das hat dann vielleicht auch ein bisschen die Schwäche von der Schweizer Nazi wieder gezeigt, dass man gegen so einen Gegner halt doch nicht gewonnen hat. Etwas, was mir aufgefallen ist, der erste, ein bisschen der Wechsel von Silvan Widmer, der hat es auch nicht so wahnsinnig gut getan, habe ich empfunden. Nein, natürlich nicht. Silvan ist gut drauf, der ist ein guter Mann dort, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, nur wegen diesem Wechsel. Silvan ist ein Außenverteidiger. Außenverteidiger ist nicht der Mann, der ein Spiel entscheidet, weder nach hinten noch nach vorne. Das sind viele andere Positionen, die eher entscheidend sind. Aber klar, wenn du so einen guten Mann musst ersetzen, aber ich meine, er ist auch durch einen guten Mann ersetzt, worden, dort sind ja alle gut, dann kann das nicht die Schuld sein daran, dass man nachher den Match verliert. Und dann haben wir auch ein FCB-Spiel gespielt, hat von Anfang an, der Fabian Frey wieder mal in der Innenverteidigung, hat eigentlich relativ solid gespielt, bis halt zu dem Pass, der zum 1-1 geführt hat. Ja, hinterher ist man immer gescheiter, logisch, er ist stabil, ist alles tiptop gewesen und dort hat es vielleicht zu gut gemeint, hat wollen hinten rausspielen, aber ich denke, in den 45 Minuten, da reicht es manchmal auch, wenn halt der Ball einfach mal wirklich einfach wegdröscht und dich in Ruhe wieder kannst stellen. Manchmal geht es gut, wenn es nicht gut geht, dann hast du natürlich die Arschkarte gezogen auf Deutsch und das ist ihm halt jetzt passiert. Es ist schade für seine Leistungen, aber ich denke nicht, dass man jetzt von dieser Aktion aus kann entscheiden, ob er noch weiterhin dabei sein sollte oder nicht. Aber abschließend kann man eigentlich zu den Nazis sagen, sie sind auf einem guten Weg im Hinblick auf die WM. Ja, das sind sie zweifelsohne. Sie haben ein gutes Spiel gemacht in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte eben, vielleicht wegen England nicht mehr so gut gewesen, aber man hat doch eine Nazi, die man auch in England kann gewinnen kann, wenn es optimal läuft. Das hat man und das haben sie auch bewiesen. Und wie gesagt, es war natürlich ein Freundschaftsspiel gewesen. Und das ist ja immer ein bisschen anders, als wenn es um etwas geht. Freundschaftsspiel muss man immer ein bisschen mit Vorsicht trotzdem genießen. Aber sie haben gezeigt, dass sie hätte England auch schlagen. Und morgen gibt es einen abschließenden Test gegen den Kosovo. Das gibt einen speziellen Test, das ist nämlich eigentlich ein Auswärtsspiel. Also zum einen ist es in Zürich und zum anderen die Kosovaren sind in Überzahl. Morgen. Ja, das wird alles schon so sein. Und ich denke, es wird für den Sherdan und für den Chaka und Zegiri ein bisschen speziell sein, weil sie ja ein bisschen gegen ich sage jetzt Vaterland ein bisschen spielen. Nein, da musst du halt spielen, das musst du wegdenken können. Und es wird von den Zuschauern her sicher ein interessantes Spiel werden. Die werden natürlich schon ein bisschen Stimmung machen und so. Und ich bin noch gespannt, wie das am Schluss aussieht. Ja. Und dann werden diese Woche ja noch die letzten WM-Tickets vergeben in den Playoffs. Da hat man ja eigentlich schon das Duell morgen erwartet, Portugal gegen Italien. Und jetzt kommt Nordmazedonien letzte Woche. Eigentlich ein Schuss, ein Goal, die Italiener schon wieder draus. Ja, aber das zeigt halt, die Italiener haben 90% den Ball gehabt, sie haben etwas probiert, aber etwas Entscheidendes, richtig Gefährliches und so haben sie gleich nicht angegeben. Ist halt auch in diesem Spiel ein Qualitätsfrage, aber auch keine Idee im Spiel gehabt und so. Und das ist natürlich vielfach der Fall. Du spielst auf ein Goal und plötzlich gibt es ein Konto und meistens ist dann der wirklich auch noch gerade drin. Italien hat es vorher verspielt, zweimal gegen die Schweiz entscheidend die Penalty verschossen und ich meine, dann darfst du dich nicht wundern, wenn halt eben am Schluss noch ein bisschen dumm reinläufst und halt nicht dabei bist. Aber schon krass, eben vor 8 Monaten wird man Europameister und dann geht eigentlich also ein steiler Fall, obwohl sich eigentlich in der Mannschaft selber nicht wahnsinnig viel verändert hat. Ja, aber das ist manchmal gefährlich an so einer Mannschaft. Sie hat lange Zeit begeisternden Fußball gespielt, frei nach vorne. Wir haben ja selber auch immer geschwärmt, wie sie spielen und so. Und noch plötzlich haben sie etwas erreicht und dann kommt der Moment, wo halt jeder ein bisschen denkt, so, jetzt sind wir Europameister, jetzt schauen wir mal, oder? Und von selber kommt das nicht wieder. Da muss man etwas dafür machen.
Und sie sind vielleicht im Moment nicht mehr bereit gewesen, alles dafür zu machen. Und dann hast du plötzlich keine Resultate mehr. Und dann kommst du langsam unter Druck und dann wird alles immer schwieriger. Und ja, und dann bist du plötzlich nicht mehr so sicher, dass das läuft und dass du den Match gewinnst. Und die sind in ein Fahrwasser gekommen, wie andere Mannschaften halt auch, wo es zu lang, zu gut geht. Man macht zwar alles richtig, aber unbewusst. Und plötzlich muss man wieder mehr studieren auf ein Spiel zu. Und dann funktioniert das nicht mehr einfach so. Gut, und dann geht es nächste Woche weiter für den FCB in der Liga gegen die Berner Young Boys. Schauen wir doch kurz noch auf die Tabellensituation vor dem Match. Ja, der FCB 5 Punkte noch vorne. Also es ist wieder ein 6-Punkte-Spiel. Ist jetzt hier der Druck bei IB? Das ist natürlich noch bei IB, logisch, wenn du 5 Punkte Rückstand hast und weißt, wenn wir jetzt verlieren, sind es 8 Punkte. Das ist dann schwierig zum aufholen. Aber bei IB geht es nicht nur um den zweiten Platz, da geht es um den dritten Platz, weil Lugano hinten natürlich jetzt auch drückt. Und wenn Lugano gewinnt, dann sind die 3 Punkte vor IB, dann sind die 4. Also die haben einen enormen Druck jetzt. Auch bei denen läuft es seit Längen nicht mehr so rund. Es ist nicht mehr alles selbstverständlich. Sie machen Fehler defensiv. Sie haben offensiv zwar gute Aktion, aber geht nicht einfach jeden rein. Darum für IB extrem schwierig momentan. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die ihre letzte Chance nicht einfach so entgehen lassen. Also die werden natürlich top motiviert kommen, das ist klar, werden sicher versuchen, alles zu machen. Aber in den Köpfen wird da schon ein brutaler Druck sein. Ja, aber der FCB hat ja auch 8 Matches nicht mehr gegen IB gewinnen. Wie kannst du dir das erklären? Jetzt, Lausanne spielt unentschieden gegen IB, spielt gut mit, aber gegen den FCB spielt IB irgendwie immer wie anders. Ja, das ist eine andere Mannschaft, das ist auch IB. Wenn ein Underdog kommt, dann in den Köpfen, hat jeder das Gefühl, ja, irgendwann machen wir den einen und nochmal einen und dann die schlagen wir sowieso, die sind nicht so gut. Das ist halt eben die Einstellung bei jedem Spieler, der halt nach wie vor bei jedem Verein, bei jedem Favorit ein bisschen in den Hinterkopf ist. Wenn du absolut top bist, dann kannst du auch mal so denken, dann funktioniert es gleich. Aber wenn du jetzt auch in so einer Negativspirale bist wie IB, dann darfst du nicht mehr so denken, weil dann geht das nicht mehr gut. Die haben nicht mehr die Qualität, wo sie einfach ein Spiel gewinnen, weil der halt top ist, der top ist. Das geht nicht mehr. Und gegen FCB sind die ganz anders motiviert. Schon allein der FCB, der kommt, gegen den ist jeder Gegner immer voll motiviert. Wir sind gespannt, wir sehen uns am Sonntag. Danke dir, Eri, dass du da warst. Die Schweizer Nazi die trifft mal am 6 Uhr oben im letzten Grund auf den Kosovo. Und dann kehren die Spieler Nodis noch zurück auf Basel. Und am Sonntag steht dann schon, wie angetönt, das nächste Spiel an. Daheim trifft der FCB am 5 Uhr auf die Berner Young Boys. Und am Montag wird der Match dann das Hauptthema sein im FCB Total. Schalten Sie also auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ade miteinander.